Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir müssen heute leider einen kleinen Ausflug in die Bundespolitik machen und die Staatsregierung auffordern, hier entsprechend tätig zu werden. Wir kennen die Kritik, die aus der Staatsregierung bereits hier geäußert wurde, aber wir wollen heute noch mal hier gesammelt über den Bayerischen Landtag hier noch mal was nachschieben, denn es droht der soziale Kahlschlag durch die Ampel. Wir haben die Situation, dass Bayerns Bürger mal wieder geschröpft werden sollen und die Leistungen, die Bayerns Bürger aus der Krankenversicherung zurückbekommen, vermutlich die nächsten Jahre deutlich schlechter werden, meine Damen und Herren. Und das können wir Bayerns Bürger nicht antun, dass Herr Lauterbach mit diesen Plänen durchkommt. Wir haben daher einen Antrag geschrieben, um die Kostenexplosion im Gesundheitssystem entschieden entgegenzuwirken, vor allem wenn es darum geht, den Geldbeutel unserer Bürgerinnen und Bürger zu schonen. Und wir wollen, dass diese geplanten Zusatzbeiträge, die in Berlin geplant werden, für die Jahre 2024 und fortfolgende von mindestens 0,2% mehr bzw. 0,4% mehr nur für die Bürgerinnen und Bürger, nicht logischerweise für den Arbeitgeber, dass die wegkommen, ersatzlos gestrichen werden. Dann wollen wir, dass man Abstand nimmt von diesen sehr sinnbefreiten Selbstbeteiligungsplänen von rund 800 Euro für einen Arztbesuch. Ich weiß gar nicht, wie man auf eine solche Idee kommt. Wenn Sie eine Autoversicherung haben, können Sie vielleicht wählen, ob Sie 150 oder 300 Euro Selbstbeteiligung haben wollen. Bei der gesetzlichen Versicherung, wo Sie ja gar nicht auskommen, sollen es jetzt deutlich mehr sein. Da sieht man, dass Herr Lauterbach seinen Finanzhaushalt nicht im Griff hat und dass der Herr Lindner hier auch nicht mehr zuzahlen will, versteht man voll und ganz. Der will sich das auch nicht ans Bein binden, meine Damen und Herren. Aber es darf nicht passieren, dass Bayerns Bürger hier die Zeche zahlen. Wir haben eine sehr leistungsstarke Bevölkerung, die wirtschaftlich viel Leistung erbringt. Und von dem her kann es nicht sein, dass hier Bayern besonders betroffen und geschröpft wird, meine Damen und Herren. Und das Letzte ist, dass man grundsätzlich diese Pläne des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach den bayerischen Bürgern und auch der Wirtschaft in Bayern nicht antun kann und die nochmal in summa summarum Strick abdehnt. Ich bitte um Zustimmung für unseren Antrag. Herzlichen Dank.